Es ist eine Schande, dass zum ersten Mal seit Hermann Göring möglicherweise wir im Deutschen Bundestag wieder tagen, diskutieren und da sitzt jemand und präsidiert, der gegen Israel und gegen Juden hetzt. Das ist inakzeptabel und deswegen muss sie zurücktreten. Vor 5 Jahren, am 9. Oktober 2019 an Yom Kippur, gab es einen furchtbaren Terroranschlag hier in Halle, einen Angriff auf die Synagoge. 2 Menschen sind ermordet worden. 5 Jahre später sehen wir auf deutschen Straßen zigtausendfach Judenhass, der dort skandiert wird. Wir sehen Hass und Hetze gegen Juden, gegen Israel, sogar an deutschen Universitäten. Und das ist der Grund, warum ich auch aktuell darauf komme, wir sehen es an höchster Stelle. Aydan Özus, die stellvertretende Präsidentin des Deutschen Bundestages, die Vizepräsidentin, hat nicht zum ersten Mal Hass und Hetze gegen Juden, Hass und Hetze gegen Israel in Social Media geteilt. Und erst auf Druck, das ist ja wie immer, hat sie auch gar nicht das irgendwie zurückgenommen. Sie hat sich nicht mal entschuldigt, sie hat sich ein wenig distanziert. Und was ihr seht, ist, dass SPD, Grüne, alle irgendwie versuchen, schnell zur Tagesordnung überzugehen. Stellen wir uns mal eine Sekunde lang vor, jemand hier im Raum hätte das gemacht. Zu Recht würde die Debatte heute noch weitergehen. Und ich finde es, liebe Freundinnen und Freunde, es ist eine Schande, dass zum ersten Mal seit Hermann Göring möglicherweise wir im Deutschen Bundestag wieder tagen, diskutieren und da sitzt jemand und präsidiert, der gegen Israel und gegen Juden hetzt. Das ist inakzeptabel und deswegen muss sie zurücktreten. Wir müssen da übrigens auch dranbleiben, weil die glauben ja, nach der Woche wäre das irgendwie durch. Das ist nicht durch. Das können, wollen und werden wir nicht akzeptieren.